ding dong, a lang a lang a lang, boom ba lo, ba doo ba doo ba ding. Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Daniel Korte und ich befinde mich gerade auf dem internationalen Airport von Johannesburg, Joburg Airport. Ich habe gerade eben meinen Flug genommen Richtung Johannesburg von Kapstadt aus und ich hatte meinen Flug fast verpasst, um Haaresbreite, weil ich habe mich in Kapstadt noch hingesetzt. Mein Freund aus von Porsche war so nett, hat mich gebracht, hat super gepasst vom Timing her. Und ja, dann saß ich da ein bisschen länger, habe dann noch ein bisschen am Laptop gearbeitet und dann habe ich fast den Flug verpasst, weil ich so im Flow war und meine E-Mails abgearbeitet habe, dass sie mich aufgerufen haben, Last Call, Daniel Korte. Und dann habe ich jetzt gerade im Flieger so ein bisschen gepennt und jetzt suche ich jetzt mal mein Gate, wo ich jetzt hier hin muss in Johannesburg, weil gerade bei einem Inlandsflug, jetzt geht es einen internationalen Flug. Und ja. So, hier ist wie gesagt eine Menge los und ich suche jetzt erstmal das Gate, damit ich in dem internationalen Bereich bin. Aber vorher, ich sehe gerade noch einen Vodacom-Shop, hole ich mir nochmal ein bisschen Airtime, also Telefonie, weil mein Handy ist schon fast wieder tot und kann kaum telefonieren. Und wenn ich mal nach Deutschland telefonieren muss, das kostet richtig Asche. Aber ich brauche natürlich irgendwie ein bisschen Airtime, damit ich mindestens, wenn es hart auf hart kommt, mal telefonieren kann. Und das will ich jetzt als allererstes machen. Kommt mir ganz gelegen, dass der Laden jetzt gerade hier ist. Dieser Moment, wenn du beim internationalen Schalter ankommst und eine riesige Schlange siehst. So, ich sitze jetzt hier gerade nochmal in der Airport Lounge, weil mir war das doch ein bisschen zu viel da gerade, die Schlange. Da habe ich gedacht, ich warte jetzt erstmal den Ansturm ab und trinke noch entspannt was. Ja, trinke noch entspannt was. Chill noch ein paar, zwei, drei Minuten und dann gehe ich erst los, weil. Hoppa! Weil es macht irgendwie keinen Sinn, wenn alle Leute drauf zulaufen, dass man da sich mit einstellt, meiner Meinung nach. Dann deshalb warte ich erstmal ein bisschen und chill. Was voll geil ist, hier ist so eine Airport Lounge. Habe ich noch nie gesehen vorher. Ich bin im Prinzip draußen, es ist so abgeriegelt. Und ja, ich chill halt im Prinzip draußen. Voll geil. Richtig cooles Feeling, sollte man in Deutschland auch mal einführen, dass man so eine Airport-Lounge hat, wo man draußen chillt. Man ist schon eingecheckt, allem drum dran, aber man kann draußen chillen. Und jetzt ehrlich, jetzt mal kurz ein bisschen was zu essen reinhauen, zwar ungesund, aber egal, wenn man unterwegs ist, ist manchmal ein bisschen schwierig. Am Flughafen ein ganz bisschen geschlafen und ich habe gerade einen Film geschaut, so ein Abklatsch Pablo Escobar Style, wo irgendwie ein amerikanischer Agent so eine Ermittlung geführt gegen Pablo Escobar und lustigerweise habe ich da gerade einen Freund getroffen, beziehungsweise im Film gesehen, mit dem ich ein Werbespot gedreht habe, zusammen in Kapstadt. Und der ist Schauspieler und der war genau in diesem Film mit dabei als Drogenagent. Dem schreibe ich gleich mal eine WhatsApp-Nachricht. Fand ich richtig cool, dass er da als Agent mit dabei war. So, und jetzt kurz Gepäck abholen, zurück nach Stuttgart ausruhen und werde ich mal einen kleinen Break machen. Und dann geht es Montag dann los, zwei Tage lang shooten und dann zurück nach Kapstadt. Good morning in the morning. Hello, freezing Germany. Hier ist es schon wieder so kalt und ich freue mich jetzt schon wieder zurück nach Kapstadt zu fliegen. Aber erst jetzt zwei Tage shooten bei Hugo Boss im Headquarter. Der Stylist, einer der coolsten Stylisten überhaupt, holt mich gleich ab. Mit dem fahre ich jetzt rüber nach Metzingen. Dort wird dann zwei Tage geshootet. Ich bin schon gespannt, welches Team mich heute erwarten wird. Ich hoffe, dass unser cooler Fotograf Patrick wieder am Start ist und welches Model am Start ist, weiß ich nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf zwei Tage shooten und da kriege ich von dem kalten Wetter hier eh nicht so viel mit. Von daher alles entspannt. Welcome to Hugo Boss. Ich chille gerade mit noch einem anderen Model, was nicht erkannt werden darf, weil er zu gut aussieht beim Shooting. Und wir sind gerade angekommen in Time. Da hinten ist das Set. Graziano, der Chefstylist, macht jetzt alle ready und gleich ziehen wir uns um und starten.
mein Set. Jetzt warte ich auf meine Sachen, dann werde ich mich gleich umziehen. Und dann geht's los. So, Shooting-Tag 1 bei Hugo Boss beendet. Das andere Model hat mich jetzt gerade hier in Stuttgart rausgelassen. Ich laufe jetzt das restliche Stück zu Fuß und gerade noch ein bisschen Sonne abbekommen vom heutigen Tag. Weil wenn man im Studio ist, hat man ja eigentlich nicht so viel Sonne. Aber jetzt freue ich mich, wow, dass ich noch ein bisschen Sonne hier abkriege. Voll gut. Ja, erster Shooting-Tag beendet. Wir haben heute Morgen die meisten Oberteile gemacht. Und heute Nachmittag haben wir dann relativ viele Hosen gemacht. Und morgen das gleiche nochmal in grün. Morgen sind Hemden dran. Und dann sind wir wahrscheinlich auch zeitig fertig. Und diesmal gab es eine Änderung. Jedes Set hatte nur ein Model. Heißt, davor hatten wir immer zwei Models pro Set, jetzt nur eins. Also im Prinzip musste ich jetzt in Anführungsstrichen die ganze Arbeit alleine machen. Aber hat gut geklappt. Und ja, ich würde sagen, jetzt mache ich mal einen Cut. Morgen geht's weiter. Und ja, ich drehe gleich noch ein ganz kurzes Video zum Thema Haarstyling, weil mir hat eine neue Marke ein neues Produkt zugeschickt. Und zwar so ein Haarstyling-Produkt namens Friedrich. Ich kenne das Ganze nicht. Die haben mich angeschrieben auf Instagram und meinten mir so, hey, hättest du nicht mal Bock, ein Haarstyling-Tutorial für uns zu machen? Und ich so, ja, hey, why not? Ich bin mal gespannt, wie das Produkt ist. Und das werde ich vielleicht gleich noch abdrehen. Und dann ist erstmal Hugo machen angesagt. Als ob wir hier keinen Style hätten, ne? So Leute, Shooting beendet und ich laufe gerade zurück nach Hause. Und wie man vielleicht erkennen kann, es regnet hier. Es ist so beschissenes Wetter. Shooting ist gut gelaufen, ich bin jetzt allerdings ein bisschen müde. Ich mache jetzt ein kleinen Nap, einen ganz kleinen Mittagsschlaf. Und ja, also ich freue mich umso mehr, wenn ich jetzt hier das Wetter sehe, dass ich morgen Richtung Sonne fliege. Und ich bin heute fast vom Glauben abgefallen. Ich habe eben noch eine Anfrage reinbekommen. Noch eine Anfrage für ein weiteres Shooting hier in Deutschland. Und die haben tatsächlich gesagt, dass sie mir auch den Flug zahlen, vermutlich von Kapstadt zurück. Ich glaube nicht, dass ich das wahrnehmen werde, also nochmal zurückfliegen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Aber ja, ich freue mich, dass wir das Shooting jetzt heute beendet haben. Jetzt geht's nach Hause, Mittagsschlaf machen. Und dann geht's morgen weiter. Also in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir mal den Vlog von 2 Tage Shooting bei Hugo Boss. Und sag nochmal ganz, ganz lieben Dank an das ganze Team, dass ich damit dabei sein durfte. Vor allen Dingen an unseren Top-Stylisten Graziano. Ganz, ganz lieben Dank. Und auch noch Hannes, der uns von A nach B gefahren hat. Und ja, bis dahin, bis zum nächsten Vlog. Peace out.